Dieses Video ist der Start einer Videoreihe, in dem ich mir mal kostenlose Backup-Tools anschaue. Dazu bin ich jetzt mal hier in die Chip-Bestenliste gegangen und fange jetzt an mit dem AOMEI Backupper 4.1.0. Und erstmal muss ich natürlich definieren, was ist für mich ein Backup. Ein Backup sollte verschlüsselt sein, es sollte versioniert sein, das Recovery sollte so einfach sein, dass ich es auch recovern kann, wenn das Programm nicht mehr läuft. Und es sollte mich daran erinnern, die USB-Platte einzustecken. Den letzten Punkt mögen einige von euch vielleicht kurios finden. Ich finde ihn überhaupt nicht kurios, denn man sollte sein Backup nicht immer angeschlossen lassen. Wenn nämlich der Krypto-Trojaner kommt, dann verschlüsselt er auch die USB-Festplatte und ja, das war's dann. Und außerdem hat man es dann ein bisschen örtlich getrennt, wenn die Platte nochmal woanders liegt. Man sollte zumindest die Platte mal abziehen. Und wenn dann einmal die Woche das Backup-Tool kommt oder einmal am Tag, dann sollte es halt sagen, hallo, ich möchte ein Backup machen, bitte steck mal die Platte ein. Denn ich werde mich ja nie selbst hinbequemen und die Platte einstecken. Also da muss man schon sehr konsequent sein. Und man hat ja eigentlich einen Computer, um genau solche Denksportaufgaben zu übernehmen. Und dass er einem sagt, wann es wieder mal Zeit ist. Ich selber benutze ja NAS. Das habt ihr vielleicht in einem anderen Video schon gesehen. Das ist halt komplett automatisiert. Da habe ich solche Probleme dann gleich gar nicht. Ist aber auch klar, viele werden das auf eine USB-Platte machen. Und das sollte man auf jeden Fall mit einer Software machen, wegen der Versionierung. So, ich schaue mir dann als erstes hier AOMEI Backupper 4.1.0 ein. Den habe ich hier offen. Und ich würde jetzt einfach mal die ganze Prozedur mit euch durchgehen, was der kann und was der halt nicht kann. Ich sage jetzt hier Create New Backup. Und ja, man kann da alle möglichen Backup-Arten auswählen, aber ich finde es eigentlich immer gut, wenn man ein File-Backup macht, wo man nicht einfach sinnlos alles sichert, weil ich will zum Beispiel meine gedownloadeten Sachen ja nicht sichern. Das ist ja völlig eine unnütze Platzverschwendung. Ich sollte mir also einfach überlegen auf meinem Computer, wo liegen die wichtigen Dateien, die kann ich dann hier in dieses Backup integrieren und fertig. Dann hat man nicht den ganzen Mist, der sonst noch auf dem Computer rumliegt, mitgesichert. Und auch Windows würde ich nicht mitsichern, also dann setzt man halt Windows neu auf, ist ja keine Zauberei. So, genau, also ich fange mal an. Ich nenne das Useful Vid. Ich habe auch schon einen Folder vorbereitet. Und zwar, der heißt hier wichtige Dateien. Sage ich Open, okay. Immer wenn hier Pro steht, dann kann ich das nicht machen, weil ich in der Standardversion bin. Das ist aber nicht schlimm. So, und dann suche ich mir hier einen von meinen USB-Drives raus. Da habe ich schon mal wichtige Dateien gehabt als Ordner, aber egal. So, ich lege jetzt nur G an. So, was kann ich noch machen? Ein Scheme kann ich anlegen. Was heißt das? Da geht es nur um Disk Space Management. Das habe ich mir auch nochmal genau durchgelesen. Das hat jetzt extra mit der Versionierung nichts zu tun. Da geht es einfach nur darum, wie intelligent er wieder alle Backups weglöscht. Das kann ich nur in der Pro-Version machen. Kann ich also hier nicht zeigen. Ist aber auch erstmal wurscht für uns. Schedule ist natürlich ganz wichtig. Das soll ja zum Beispiel, öfters mal passieren, also man kann das auf täglich machen, Real-Time-Sync, Event-Triggers und so weiter. Ich möchte, aber das ist übrigens Pro, wie man hier wieder sieht. Ich möchte eigentlich einmal die Stunde haben zum Beispiel, da kann ich dann hier, das ist ein bisschen kompliziert, also innerhalb dieses Zeitfensters und innerhalb dieses Zeitfensters scheinbar jede Stunde laufen lassen. Okay, das ist kompliziert, aber okay. Was gibt es bei Advanced noch? Ja, Incremental Backup, das heißt dann eigentlich, der macht nicht jedes Mal ein Full Backup, sondern immer nur die Änderungen nimmt er mit und installiert einen Service, um das einzuplanen und macht dann halt, wenn das einmal verpasst wurde, versucht er es wieder zu machen. Sag ich hier okay. Und Backup Options ist noch ganz wichtig, denn da kann ich die Encryption anmachen. Er zeigt mir hier zum Beispiel gar nicht an, wie sicher mein Passwort ist, das wäre noch schön gewesen, aber okay. Wollen jetzt nicht so genau sein. Compression, Splitting, ja, alles gut. Okay, so, was kann ich jetzt machen? Start Backup. Und jetzt geht das Backup schon los. So, er hat es fertig gemacht, ist aber auch kein Wunder, denn... Ach ja, unter Dokumente, wichtige Dateien, da liegt dieses sehr wichtige Dokument. Und da habe ich eine Version von 21 Uhr und jetzt zeige ich einfach mal Version von 22 Uhr. Und das speichere ich so. Und jetzt sage ich hier Finish. Und ich starte es direkt nochmal, weil jetzt müsste er ja die andere Version mitnehmen. Und er müsste mir dann beim Restore anbieten, dass ich beide zurück sichern kann, also zurück restoren kann. Ja. Ich wähle jetzt hier das Incremental Backup aus. Und ich muss ja ein Passwort eingeben. Das finde ich ein bisschen dubios jetzt, ehrlich gesagt. Bei einem Backup das jetzt einzugeben. Aha, ich hätte ja gedacht, ich brauche das beim Restore.
So, jetzt ist er auch schon wieder fertig. Jetzt gehen wir mal auf das USB-Treffer, wo er sich hinlegt. Und zwar, das Backup heißt jetzt hier UsefulWit. Das andere war mal das erste Backup. So, und jetzt hat er hier ja, zwei Sachen gesichert. Den Container 1 und den Container 2. Jetzt gehe ich auf Finish. Und jetzt verliere ich die Datei im Original und brauche einen Restore. Jetzt klicke ich hier also auf Restore. Sehr gut, das Passwort wird abgefragt. Das passt schon mal soweit. Und jetzt zeigt er mir zwei Backup-Versionen an. Das Incremental Backup und das Full Backup. Das heißt, ich müsste jetzt auch zwei verschiedene Textdateien rausholen können. Und gehe jetzt hier auf Next. Users, Documents, wichtige Dateien. Er hat Documents, hier waren wir ja schon, oder? War das wichtige Dateien? Hier ist genau, sehr wichtiges Dokument. Ja, und jetzt habe ich das Dokument aus der inkrementellen Sicherung hier. Das ist aber insgesamt total beschissen gelöst, weil eigentlich würde ich mir jetzt wünschen, so habe ich es auch bei anderen Tools gesehen, das kennt ihr bestimmt auch von Dropbox, das versioniert ja auch, obwohl das eine Synchronisationssoftware ist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht das Backup einzeln auswählen, sondern ich möchte jetzt von diesem einen Backup, das Backup, das UsefulWit heißt, von diesem Backup möchte ich jetzt eine Ansicht bekommen, welche Dateien es mir zurück restoren kann und von welchem Tag, in welcher Version. Und das macht das Ding hier nicht. Ich muss jetzt hier also ungefähr wissen, von wann die Datei ist, die ich wiederherstellen möchte. Weil es kann ja sein, dass ich versehentlich was überschrieben habe und eine viel ältere Datei wiederherstellen muss. Also muss ich hier kompliziert erstmal raussuchen, welche Datei ich überhaupt haben will. Und muss dann erstmal das Backup aussuchen, kann mich da also vielleicht 100-mal durchklicken. Und selbst wenn ich mich hier durchklicke, ist ja total bescheuert, der zeigt mir hier ja nicht mal in der Liste an, welche Version das ist. Da steht kein Datum, da steht einfach nichts dabei. Jetzt müsste ich die also erstmal zurücksichern. Ich kann ja auch keinen Rechtsklick oder so machen. Ich müsste erstmal zurück restoren, um dann sehen zu können, welche Version das überhaupt war. Vielleicht war es die falsche, muss ich nochmal rein, nochmal restoren. Also das ist überhaupt nicht einem Backup-Tool eigentlich angemessen, wie man versionierte Dateien zurückholen kann. Das nächste Problem beim Restore ist, ich muss es immer mit dieser Software machen. Ich kann jetzt hier nicht einen Rechtsklick machen und zum Beispiel 7-Zip sagen Open Archive. Kriege ich nämlich eine Fehlermeldung. Dieses AVI-Format, ja, das ist halt irgendwie ein proprietäres Format von diesem Backup. Von daher ist es beim Restoren bei mir schon mal durchgefallen. Ja, dann die Frage, einfaches Recovery oder Restore, das wäre bei mir durchgefallen. Er versioniert, ja, aber halt, wie man sieht, irgendwie kaum zu benutzen, die Versionierung. Er verschlüsselt auch und erinnert er überhaupt daran, eine USB-Platte einzustecken, wenn die nicht drin ist, auf die er sichern soll. Das können wir jetzt auch mal machen. Ich ziehe das Teil mal ab. Jetzt versuche ich eine Sicherung zu machen. Nämlich wieder inkrementell. Hier will er jetzt wieder kein Passwort, warum auch immer. Jetzt ist die Frage, kommt eine Meldung oder kommt keine Meldung? Das Tolle ist, er kann das Backup zu 100% fertig machen, obwohl sein Datenträger gar nicht drin steckt. Er ist 100% fertig, alles ist grün. Wenn man aber mal hier hinliest, fail to create file. Tja, blöd gelaufen. Aber jetzt, ja, hätte ich doch gerne einen Alarm gesehen oder sonst irgendwas. Selbst, also das Benutzerinterface, wer da nicht genau hinguckt, der klickt auf Finish und denkt, Backup ist gemacht, super. Von daher, das ist dann quasi meine Endwertung für AOMI Backup. Es verschlüsselt, es versioniert, das Recovery ist viel zu kompliziert und es erinnert nicht daran, einen USB-Datenträger einzustecken, den ich jetzt ja auch im Video ja verwendet habe und gezeigt habe, dass es ihm eben egal ist, dass er fast sogar 100% anzeigt, als wäre das Backup gemacht. Von daher wäre das jetzt nicht mein Favorit. Ihr könnt mir gerne mal Software vorschlagen, die kostenlos ist. Ich werde mich jetzt da durchhangeln. Durch diese Liste. Vielleicht finde ich ja eine, die gut ist, die meinen komischen Anforderungen entspricht. Oder ich muss halt mal ein, nicht so kostenloses testen. Vielleicht kann das ja das Ganze erfüllen.